So. Testfahrt nach Soundumbau ISO Lux Sound Micro 5. Ja, das war's. Sind jetzt 17 Funktionen, 16 Sound und eine logische Funktion. Das reicht vollkommen. Ich werde jetzt noch eine dazu machen, dass ich das Bremsenquietschen abschalten kann. Weil auf Dauer stört es dann doch schon ein bisschen. Aber sie fährt, es funktioniert und dann ist damit die Arbeit auch abgeschlossen. Den Umbau habe ich jetzt nicht gefilmt, war jetzt nichts Spektakuläres. Was ich jetzt noch habe, ein Tipp. Wenn ihr Lux Sound 5 Mikro- oder Nano-Decoder verbaut, guckt bitte, dass ihr die Gleisspannung unter maximal auf 15 Volt einstellt. Weiter darunter ist natürlich noch besser. Meistens machen es die Zentralen aber nicht. 15 Volt ist da das Maximum. Es funktioniert dann auch mit normalen Log-Decodern für H0, also Standard-Decoder. Die fahren auch mit 15 Volt. Wir haben im Verein die gesamte Anlage auf 15 Volt umgerüstet. Das reicht vollkommen. So, das war's dann erstmal.